Hallo liebe YouTube-Fans, heute habe ich für euch wieder Evercade am Start und gleich mit einem meiner absoluten Lieblingsmodule, die jetzt gerade rausgekommen sind. Ihr wisst, wenn ihr hier öfter auf dem Kanal vorbeischaut, dass ich absoluter Elvis Awakening-Fan bin. Ich habe das Spiel tatsächlich jetzt schon mehrfach gekauft und ich habe mich tierisch gefreut, dass es endlich auch für Evercade kommt und durfte es natürlich auch vorher schon testen. Und man hat es in einem ganz speziellen Port an Evercade angepasst und das ist richtig, richtig cool geworden. Das schauen wir natürlich nachher mal rein. Und das ist eine Dual-Cartridge halt wieder mit zwei Spielen. Und das zweite Spiel ist Cathedral. Das ist nativ jetzt hier das erste Spiel, was direkt auf den Evercade zugeschnitten ist. Und das ist nicht einfach nur ein Port von anderen Versionen. Ja, es gibt das Spiel auf anderen Plattformen, zum Beispiel auf der Switch. Da sieht es auch ein bisschen anders aus. Aber es ist nativ hier für Evercade programmiert und das finde ich ziemlich cool. Ja, schauen wir mal rein. Wir haben natürlich wie immer eine Anleitung und wir haben das Modul. Das Modul hat wie immer ein sehr schönes Artwork und ihr merkt einfach, das Ganze ist hier natürlich nochmal angepasst an das Design. Und dann habt ihr das ähnlich wie bei der Dual Cartridge, die wir schon mal hatten, mit so einem Wechselheftchen. Das ist eine ziemlich nette Sache. Schauen wir mal rein. Also da ist halt die Anleitung von Cathedral auf der einen Seite und natürlich wieder sehr hübsch bebildert. Finde ich toll. Macht auch totalen Sinn, weil da gibt es eine ganze Menge auch zu sehen und zu wissen. Da sieht man, was für schöne Aufnahmen da drin sind. Und dann seht ihr schon, das ist schon die andere Seite. Das ist das Heftchen hier von Alba. Und dass ich das Spiel großartig finde, muss ich glaube ich nicht sagen. Das habe ich schon ganz oft erwähnt. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ich habe das hier auf dem Kanal tatsächlich auch schon mehrfach gezeigt. Einmal mit den Handbüchern, die man dafür drucken kann, die wir jetzt hier natürlich nochmal in dieser Form haben. Aber eben auch in der Digital Edition habe ich es hier nochmal gezeigt. Ich habe es auch für die Switch. Also das Spiel begeistert mich rundherum. Und Cathedral ist da ganz ähnlich. Das ist einfach ein ganz tolles Spiel. Was man wirklich meiner Meinung nach, wenn man Plattformer, Jump'n'Runs, Metroidvanias mag, unbedingt gespielt haben muss. Aber das gilt für mich, für beide Titel. Ist einfach richtig klasse. Ja, natürlich gucken wir gleich nochmal ins Spiel rein. Bis dann. Ja, hallo liebe YouTube-Fans. Dann sind wir jetzt hier endlich in der Doppel-Cartridge von Alba's Awakening und Cathedral. Und dann gucken wir natürlich gerade mal rein. Alba's Awakening mal zuerst. Das Spiel habe ich tatsächlich ja hier auch schon vorgestellt. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass ich finde, dass es ein fantastisches Spiel ist. Ich liebe es wirklich sehr. Und ihr seht hier auch, dass das hier deutlich anders hier anfängt, dass man hier nochmal den Startscreen sieht. Das ist eben, wie gesagt, weil die Spiele hier nochmal genau an Evercade angepasst sind und ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, hier nochmal eigene Saves anzulegen, was hier wirklich ganz schön gemacht ist. Das Ganze läuft natürlich auf den Handhelds und auf dem VS. Ich habe jetzt hier Scanlinien drin, aber man kann das Ganze natürlich auch anpassen. Das wisst ihr, das ist jetzt nicht neu. Ich versuche es euch einfach nur nochmal so zu zeigen, aber wir können das auch gerne nochmal ein bisschen ändern. Das Ganze nochmal ein Pixel Perfect, einfach damit ihr das nochmal gesehen habt, dann die Scanlines nochmal raus. Ja, dann haben wir hier einfach nochmal ein sehr klares, sehr schönes Bild. Und aus meiner Sicht ist das hier wirklich so, dass man ja sagen kann, es ist wirklich tailor-made, also die haben sich wirklich die Mühe gemacht, das Spiel extrem gut hier drauf zu übertragen. Das hat natürlich auch dann hier noch verschiedene Dinge. Also hier zum Beispiel kann ich Save Games anlegen. Bei Cathedral kann ich es tatsächlich nicht, aber man kann natürlich wie immer hier auch auf die Ingame Saves zurückgreifen. Ja, und ansonsten ist es das Spiel, was ich euch hier auch schon mehrfach gezeigt habe. Ein tolles Metroidvania mit einer fantastischen Technik, wirklich super schönen Spielelementen, einer tollen Musik. Aber ich lasse das jetzt hier mal, wie gesagt, zu dem Spiel habe ich schon etwas gesagt. Cathedral ist für mich auch einfach ein absolutes, fantastisches Spiel, wo ich wirklich sage, das gehört in jede gut sortierte Sammlung für Leute, die Metroidvanias mögen. Das muss man, finde ich, mal gespielt haben. Erstmal ist man wirklich lange beschäftigt. Es gibt unglaublich viel zu tun und zu sehen in dem Spiel. Außerdem ist es auch so, dass das Spiel sehr abwechslungsreich ist. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier einen kleinen Spielstand schon angelegt. Und was ihr eben auch sehen könnt, es ist optisch ein wahnsinniger Burner. Es ist auch vom Sound her fantastisch. Es gibt natürlich hier kleine Rätsel, das muss man natürlich nicht extra nochmal erwähnen, ja, damit man also hier dann da reinkommt.
Und ihr seht, das ist eigentlich dann selbsterklärend. Ja, es ist also wirklich ein super, super schönes Spiel. Man hat sich wirklich bemüht, das gut auf Evercade zu übertragen. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Und ihr seht, es gibt so ein bisschen Bildschimmering. Das ist tatsächlich jetzt einfach der Hardware auch geschuldet. Ich lasse es hier gerade auf dem Handheld laufen. Ja, man muss natürlich dann auch sagen, es ist natürlich nicht dasselbe wie auf der Switch. Und ich finde aber, nach den Möglichkeiten, die man hier hat, hat man es einfach hier als nativen Port fantastisch übertragen. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich. Es sieht super aus. Es ist mega spannend. Es gibt unglaublich viel, was man hier machen kann. Und ihr seht, es ist so ein bisschen vielleicht auch an andere Spiele des Genres angelehnt. Und ja, also es gibt sicherlich so Elemente, die man hier auch in anderen Spielen wiederfindet. Also hier jetzt zum Beispiel auch, wenn man das hier mal sieht, so ein bisschen Shovel Knight-mäßig und so ein bisschen Castlevania-mäßig. Also das Spiel ist auf jeden Fall hervorragend. Und ich kenne tatsächlich keinen, der das Spiel gespielt hat und getestet hat. Ja, super, jetzt stelle ich mich hier wieder doof an. Der jetzt gesagt hätte, nee, das gefällt mir nicht oder das macht mir keinen Spaß oder ich spiele da nicht jetzt stundenlang dran rum oder sowas. Also kann ich echt nicht behaupten. Ich kenne nur Leute, die das Spiel gespielt haben und instant total begeistert waren. Ja, was man hier auch sieht, ne, man kann sich hier so Shortcuts freischalten. Das ganze Spiel ist einfach unglaublich durchdacht und einfach super gemacht. Ich kann es nur empfehlen, wenn man, wie gesagt, mit den leichten Abstrichen jetzt hier leben kann, im Gegensatz zum Beispiel zur Switch-Version, dann hat man aber natürlich ein Spiel, was man jetzt hier auf VS und Handheld und natürlich auf allen Handhelds hier spielen kann und das ist natürlich richtig klasse. Und aus meiner Sicht, wenn man jetzt nur Evercade hat, dann ist es ein absolutes Must-Buy. Also ich muss einfach sagen, das muss man haben, wenn man Evercade-Fan ist. Und ansonsten, ja, kann ich das Spiel uneingeschränkt empfehlen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck und es hat euch gefallen. Und bis dann. Ciao.